Hi! Bald ist es wieder soweit. Der Sommer naht und die Sonne strahlt wieder. Deshalb werden wir euch zeigen, wie ihr euren Hunden beibringen könnt, eine Sonnenbrille zu tragen. Das sieht nicht nur cool aus, sondern, Sarah, wofür braucht das ein Hund? Cool aussehen, oder? Ja, aber das kann ja nicht alles sein. Was soll er lernen mit dem? Er lernt Dinge auf die Nase zu balancieren. Ah, das ist ja mal, das heißt nicht nur Brille, sondern auch andere Sachen. Genau, man kann einen Ball zum Beispiel balancieren. Oh, das finde ich mal cool. Das heißt, stellt euch vor, euer Hund mit einer coolen Sonnenbrille und einem Ball auf der Nase. Also, geiler Trick. Dann kommt mal mit. So, also ich kann euch jetzt schon sagen, ich liebe diesen Trick, weil endlich darf ich beim Hundetraining auch mal cool aussehen. Denn ich denke, methodisch passt die Brille wunderbar mein Gesicht zu diesem Thema. So, bei diesem Trick kommt es natürlich erst einmal darauf an, dass der Hund an das Objekt gewöhnt wird. Von daher holt ihr euch den Hund einfach in die Situation, denn der soll auch erst einmal eine Sonnenbrille kennenlernen. Da ist er. Das Ganze verknüpft man wieder ein bisschen damit, dass der Hund mal schnüffeln kann. Was ist das? Und in Verbindung mit dieser Brille, dann eben auch was Positives, beispielsweise Futter, eben letztendlich erkennt. Ja? Somit nehmt ihr dem Gegenstand erstmal die Gefahr. So, kommen wir zur Phase 2. So, Phase 2. Ganz wichtig, ihr sollt das Futter in dieser Phase parat haben, aber noch nicht in der Hand mit der Brille, ja? Sodass der Hund eben nicht vom Futter abgelenkt wird. So, in dieser Phase heißt es, die Brille mal ganz kurz aufsetzen, halten dabei und dem Hund danach das Futter geben. Wir wiederholen das nochmal. Brille aufsetzen und Futter geben. Brille wieder entziehen. Noch einmal. Aufsetzen, Futter geben, Brille entziehen. Verstanden? Dann wiederholen. So, wenn Phase 2 schon wunderbar klappt, fangt ihr jetzt einfach an, die Zeit ein bisschen zu verlängern, wo der Hund die Brille tragen soll in Erwartung auf das Futterstück. Sarah, zeig mal. Aufsetzen. 1, 2, 3. Brille ab und Futter. Das gleiche machen wir nochmal. Heißt Brille auf. 1, 2, 3, 4. Und jetzt haben wir ein bisschen geschummelt. Das habt ihr gesehen. Das dürft ihr natürlich dann auch. So, noch ein letztes Mal. Brille auf. Kopfhaltung korrigieren. Ruhe reinbringen. 1, 2, 3. Futter nehmen. Brille ab. Futter geben. So, eigentlich müsst ihr jetzt die Zeit, wo der Hund auf das Futter wartet und dabei die Brille auf der Nase trägt, einfach schrittweise verlängern und dann könnt ihr anfangen auch zu experimentieren. Das kann dann ganz lustig werden. Es gibt mittlerweile im Handel tatsächlich Hundesonnenbrillen. Gerade wenn ihr Cabrio fahrt, ist das eine ganz, ganz coole Sache. Ja? Was kann man noch machen, Sarah? Brille ab. Ach, wieder der Partyschreck. 1, 2, 3, 4 und auch hier, gerade im Zeitalter der Selfies, ein Hingucker. Dann gehen wir mal weiter. Der Hund kann somit auch lernen, einen Ball auf der Nase zu balancieren, denn letztendlich ist es ihm egal, ehrlich gesagt, ob es die Brille ist, der Ball oder sonst irgendwas. 1, 2, 3, 4 und die Bestätigung. So, ihr könnt also nach der Sonnenbrille entsprechend variieren. Die Sonnenbrille haben wir natürlich. Ach, wir haben noch ein Highlight. Hier geht es jetzt um Selbstkontrolle. Zeig mal die Selbstkontrolle, Micky. Würstchen! Selbstkontrolle, Selbstkontrolle. 1, 2, 3. Ja. Ihr seht, auch hier wird die Schwierigkeit nach hinten einfach schrittweise erhöht. Das heißt, der Hund lernt eben, sich zu konzentrieren, lernt eine Körperhaltung aufrechtzuerhalten und letztendlich wird seine geistige Beweglichkeit, seine Konzentrationsfähigkeit schrittweise erweitert. Ihr seht also, die Möglichkeiten sind nach hinten immens. Dementsprechend fangt erstmal mit der Brille an und auch hier wieder gilt, habt ihr Fragen oder Sorgen, dann meldet euch. Wir können euch die Antwort besorgen. Wenn der Hund links sich befindet, dann ist mein erster Schritt mit dem rechten Bein.
hier wieder, entweder mit Hand oder mit Futter, einmal den Hund durchlocken und hier stärkt. Und die dritte und wichtige Komponente, die geistige Anforderung des Hundes ein bisschen anhebt und ihn somit aus einer Dumpfbacke eine Intelligenzbestie werden lässt. Was machen wir denn heute, Sarah?